Moin Moin Schizos, ja, ich weiß, ihr habt heute erwartet, dass es ab 15 Uhr losgeht mit dem 24-Stunden-Livestream, das Spezial für 400 Abos und so war es ja auch versprochen. Aber ich muss euch ein bisschen von meiner Nacht erzählen und deswegen auch die Begründung, warum es heute nicht den 24-Stunden-Livestream gibt. Aktuell habe ich ja 5 Katzen bei mir, 3 Katzen von meiner Freundin und 2 Katzen, klar, Lucy und Carlo, die immer hier sind. Und die eine Katze von meiner Freundin, die ist gestern Abend, als ich füttern wollte, normalerweise kommen immer alle Katzen an und sammeln sich dann um mich herum und sind alle schon ganz aufgeregt, aufgebracht. Und eine Katze fehlte, und zwar Richard. Ja, der graue Kater, da hat sie auch schon einmal hier im Stream so ein bisschen hinter mir gezeigt auf dem Kratzbaum. Und Richard war irgendwie nicht da. Und dann denke ich, hä, wo ist denn Richard? Und dann habe ich die ganze Wohnung abgesucht. Habe ich nicht gefunden, war nicht da. Und dann habe ich richtig intensiv gesucht und habe die Wohnung komplett auf den Kopf gestellt. Also ich habe das Sofa zum Beispiel umgedreht, weil hinten in der Rückenlehne ist so ein Hohlraum, hätte ja sein können, dass er da rein ist. Ich habe in Schubladen, in Schränken geguckt, ich habe in den Wäschekorb geguckt. Kann ja alles sein, ne? Weiß man ja nicht. Ich habe ihn nicht gefunden. So, dann war es mittlerweile schon kurz nach 12. Und dann dachte ich, oh, der muss ja hier irgendwo in der Wohnung sein, anders kann es nicht sein. Der wird sich sehr gut versteckt haben. Ich gehe jetzt einfach schlafen und dann wird er schon über Nacht wieder hervorkommen. Ja, warum auch immer er sich so versteckt. Aber es hat mir dann doch keine Ruhe gelassen und aus lauter Verzweiflung bin ich dann einfach mal ins Treppenhaus gegangen. Ich dachte, vielleicht, obwohl ich die Haustür nicht mehr geöffnet hatte, also gestern nach Feierabend, ich war noch beim Imbiss, habe mir dort noch was zu essen geholt, also habe dort gegessen, kam dann nach Hause, bin hier rein und habe dann die Wohnung nicht mehr verlassen. Also es gab keinen Moment, wo ich die Haustür aufgemacht habe. Naja, auf jeden Fall, ja, bin ich dann vor lauter Verzweiflung ins Treppenhaus, wo er nicht sein kann, aber ne, man macht ja dann doch irgendwie alles. Und da war er auch nicht. Und dann habe ich unten die Haustür aufgemacht. Und dann machte ich ein Geräusch. Ja, so ein Klackgeräusch quasi. Und dann Richard und noch Herr Müller, ja, so ein orange-weißer Kater, das sind die beiden, die wirklich raus dürfen, wenn ich sie dann rausbringe. So, die anderen bleiben alle drinne, weil auf die Beine ist verlassen, dass sie auch wieder zurückkommen. Und ich stand dann an der Haustür und machte das Geräusch. Kam Richard angelaufen. Von ganz weit hinten, von der Straße, kam er angelaufen. Und miau, miau, miau. Und ich denke, das gibt's nicht. Ich hab hier ewig die Wohnung abgesucht, immer und immer wieder. Und ich habe dreimal in dieselbe Schublade reingeschaut und der war da einfach nicht. Und ja, das war also das Letzte, wo ich dachte, okay, komm, dann machst du es einfach doch und schaust es einfach mal nach. Und dann war er tatsächlich draußen. Krass. Ich weiß nicht, wie der rausgekommen ist. Es kann nur so sein, er muss durch das Fenster sein, was auf Kipp stand. Die habe ich irgendwann zum Abend hin, habe ich die geschlossen. Nach der Arbeit hatte ich die geöffnet. Na klar, 5 Katzen. Das riecht ja unangenehm, wenn man nach Hause kommt. Also macht man erstmal Fenster auf. Und der muss irgendwie durchs Fenster sein. Ja. Und das ist ja auch sehr gefährlich, gerade auch für Katzen. Wenn die nämlich da durchs Fenster jagen und kommen dann nicht richtig durch und rutschen mit ihrem Hals dann immer tiefer, ne, bei dem Fenster, das auf Kipp ist, und dann rutschen sie immer tiefer da rein, können die natürlich sich selber strangulieren. Deswegen ist das gefährlich. Und sowieso, ich wohne in einer Dachgeschosswohnung. Wie ist der denn von hier oben nach unten gekommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, habe ich mich damit dann die ganze Nacht über so ein bisschen um die Ohren geschlagen. Dann war es immer nachher 12:30. Dann kehrte hier langsam Ruhe ein, bis ich dann im Bett war, bis ich geschlafen habe, war es 1:00. Ja, und heute Morgen kurz nach 6:00 wieder hoch. Also ich hatte maximal 5 Stunden Schlaf. So, 5 Stunden Schlaf. Jetzt müsst ihr euch überlegen, ich bin kurz nach 6:00 hoch, ja, dann ab zur Arbeit, habe bis 12:45 gearbeitet. Mittlerweile bin ich hier zu Hause, wollte jetzt um 15 Uhr mit dem Livestream starten, dann 24 Stunden, also sprich bis Samstag 15 Uhr. Und Samstag ab 18 Uhr sollte ja auf dem Kanal Crazy Fighters mit Stüssi und meiner Wenigkeit der nächste Livestream losgehen für ca. 3 Stunden. Da müsst ihr euch mal überlegen, also im Prinzip ja dann
ja, wenn ich um 6 aufgestanden bin, bis 6 Uhr abends sind 12 Stunden, bis 6 Uhr nächsten Tag sind dann die 24 Stunden, dann sind wir bei 12 Uhr sind es 30 Stunden, dann nochmal wieder bis 18 Uhr 36 und dann nochmal, ja, also fast 40 Stunden wäre ich wach gewesen. Hätte ich das jetzt alles so durchgezogen, dann wäre ich nicht nur 24 Stunden, sondern fast 40 Stunden wach gewesen. Und das ist einfach zu viel, dadurch, dass eben auch die Nacht jetzt so verrückt war. Deswegen, Achtung, jetzt aufpassen, ich blende es aber auch hier nochmal seitlich ein. So wird's gemacht und nicht anders. Morgen, Samstag der 18. Samstag der 18. startet auf jeden Fall auf dem Kanal Crazy Fighters wieder ein neuer Livestream, der circa 3 Stunden geht, wo Stüssi und ich uns wieder duellieren werden. Das haben wir ja nun schon bereits einmal gemacht. Wir starten nun in die zweite Runde. 10 Spiele erwartet euch wieder, erwarten uns wieder. Wir werden uns wieder duellieren. Und tja, der Bessere wird gewinnen. Und derjenige, der immer jedes Spiel verliert, der wird auch direkt bestraft. Also, das Ganze findet auf jeden Fall jetzt am Samstag, den 17., den 18., so rum, auf jeden Fall statt. Aber ist auch alles hier eingeblendet. So. Und dann am nächsten Tag, den Sonntag, starte ich auf meinem Kanal mit einem Livestream. Und zwar ab, weiß ich jetzt gerade die Uhrzeit nicht, aber ist ja hier alles eingeblendet. Starte ich auf meinem Kanal und zwar mit den Fortnite-Tänzen. Ich habe mir überlegt, ich mache einfach einen Livestream, wo ich diese Fortnite-Tänze mache. Ihr wisst ja, ich habe es jetzt schon öfter erzählt, Chris vom Monitor Junkies hat für mich ja 10 Fortnite-Tänze zusammengestellt und das ist eine Challenge. Ich muss das Ganze möglichst genau nachtanzen, am Stück, ohne Unterbrechung. Und das ist eine Challenge, ein Teil von No Risk, No Fun. Und das Ganze werde ich nun live machen. Ich werde also die Fortnite-Tänze live erstmal überhaupt üben, einstudieren. Und dann werde ich, wenn ich das Gefühl habe, jetzt fühle ich mich sicher, werde ich das Ganze euch präsentieren. Und am Ende dürft ihr abstimmen, habe ich das Ganze denn nun bestanden oder nicht. So, das erwartet euch dann am Sonntag. Ja, also ich werde auf jeden Fall am Wochenende streamen, aber eben nicht die 24 Stunden. Und erst darauf das Wochenende. Da startet dann nun aber wirklich der 24-Stunden-Livestream. Wir beginnen am Samstag 12 Uhr bis Sonntag 12 Uhr. So, das sind also jetzt die aktuellen Daten und genau so wird es auch gemacht. Es tut mir leid, dass das heute nicht stattfindet mit dem 24-Stunden-Livestream, aber ich wäre völlig am Ende, ich wäre völlig erledigt, weil ich wollte mich auch diesmal nicht zum Schlafen hinlegen. Also insofern wäre ich wirklich erledigt. Verzeiht mir das bitte, wir sehen uns auf jeden Fall morgen dann auf Crazy Fighters. Stößt und nicht, duellieren uns wieder. Dann, wenn ihr mögt, sehen wir uns auch am Sonntag hier wieder auf meinem Kanal mit den Fortnite-Tänzen. Und das ist aktuell der Streamplan. So, jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. Ihr seid auch immer dann auf dem neuesten Stand, wenn ihr dem Discord-Server beitretet. Also wer das noch nicht getan haben sollte, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Discord-Server Sheet zum Plays. Und dort informiere ich euch unter anderem immer, wann ich streame oder eben, wann ich nicht streame. Ja, und ihr könnt dort miteinander chatten, ihr könnt mit mir dort chatten, ihr könnt dort Bilder reinposten und. Ihr könnt dort Anregungen, Kritik zu den einzelnen Punkten, die es hier auf meinem Kanal gibt, äußern. Also, ihr könnt euch da richtig austoben, wenn ihr Bock habt, einfach mal auf den Link klicken. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich wünsche euch nun ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns also nochmal wieder. Und dann macht's gut und einen schönen Abend noch. Ciao.